Guten Morgen. Hab wunderbar auf der neuen Isomatte geschlafen, beziehungsweise auf der Isomatte, Ersatz-Isomatte von Braden, die uns von dem kleinen Trail Angel gestern gebracht wurde. Ja, heute stehen 32 Kilometer an zur Hunurui No. 3 Hut. Höhenmeter weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, aber nach dieser Nacht muss das schon ein guter Tag werden. Ja, gleich gibt es noch ein kleines Video von einer Quelle. Die erste Quelle wirklich, in der wir hier vorbeigekommen sind. So klares Wasser. Wir haben es ungefiltert getrunken. Und ja, war gar kein Problem. Ja, und ansonsten geht's jetzt mal los, ne? Da, die direkte Quelle. Uhr. Guckt euch das an. Wow. Ja, und es geht wieder über einen Fluss. Oh, wir sitzen hier im Flussbett des Taramakaru River. Ich komme noch mal kurz auf die Schulter. Die Sonne kommt gerade raus. Eben auf dem PA. 10 vor 11, 8,5 Kilometer gelaufen und wir kommen jetzt in der Kiwi Hut an, wo wir eigentlich da eine kleine Snackpause einlegen werden. Und so sieht es hier wieder aus rund um die Kiwi Hut. Die schönste Natur. 20 vor 12, die Pause ist länger ausgefallen als gedacht. Aber ja, war ganz cool. Ja, jetzt geht's weiter. Nach 12, wir laufen immer noch durch dieses wunderschöne Tal. Da geradeaus seht ihr den Harpas Pass. Da gehen wir heute noch drüber. Hier sehr cooler Wald gerade. Voll in den Matsch getreten. So, willkommen an der Lockstream Hut. Es ist 20 vor 2. Wir sind 16, 17 Kilometer gelaufen. Und hier gibt es jetzt Mittagspause. Ich habe auch schon Hunger. 2:30. Mittagspause ist beendet. Und jetzt geht's weiter durch den Wachel. Nach der Mittagspause noch mal ein bisschen am Fluss oder durch den Fluss. So abwechslungsreich hier. Ja, keine 50 Meter gegangen, schon stehen wir wieder im Wald. Und noch mal eine Hängebrücke. Kleines Video von der Brücke. Und weiter geht's. Eigentlich scheint die Sonne. Aber der Wald ist hier so dicht, lässt kaum Sonnenlicht durch. Was eigentlich ganz angenehm ist, um bergauf zu gehen. Und da ist auch schon wieder die nächste Steigung voraus. Am Fuße dieses Berges haben wir heute gecampt. Und wir sind durch das ganze Tal gelaufen, ja, bis jetzt nach hier und haben immer noch sehr gute Laune. Wow, was für ein, ohne Worte einfach mal, ist vielleicht auch schöner.
162 Metern Höhe. Und so sieht es wieder aus hier. Das ist die Harpers Pass, Bibi. Hier wollten wir eigentlich campen. Aber hier werden wir einfach dran vorbeigehen und weiterziehen. Immer noch hier auf dem Waldweg. Und ja, immer noch auf dem Abstieg vom Harpers Pass. Auf dem Weg zur Hurunui Number 3 Hut. 20 vor 7. Und wir machen jetzt eine kleine Pause hier an der Cameron's Hut. Ja, und dann geht es noch weiter zur Hurunui Hut Number 3 oder so. Ja. Eine sehr spannende Konstruktion hier. Es ist 5 vor 8. Nach 34 Kilometer jetzt hier an der Hurunui Hut Nummer 3 angekommen. Ja, wieder wunderschön hier. Wie immer. Ja, jetzt wird gegessen und geschlafen.